sind verschiedene BetreuerInnen und... Ach, du genderst auch. Ist ja interessant. Ist ja interessant, ja. BetreuerInnen sozusagen. Ja, okay. Man merkst du ja schon. Ja, ja, ich merke es. Ich hab. Ja, da hat die junge Dame, Dame darf man das noch sagen, jedenfalls nicht unrecht. Und ja, ursprünglich ging unsere Konversation um links, um rechts, um Teile und Herrsche. Apropos, die neue Kollektion, die wieder at Impera, ab jetzt auf ketzerderneuzeit.com erhältlich. Werbung Ende. Und ja, ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber am Ende geht jedes meiner Gespräche um ein und dasselbe Thema. Gender. Aber in dem Fall hat sich das auch wirklich angeboten. Schließlich sind beide meine Gesprächspartner einmal Kindergärtner gewesen. Und wie wir wissen, Gender, Kindergarten, das ist heutzutage das Pflichtprogramm. Ich habe auch in der Kita gearbeitet und da hieß es, irgendwie Mädchen sind halt von Natur aus eher kreativer. Und solche Sätze zu hören, da geht's halt, das ist einfach problematisch, weil geht's ja nicht darum zu sagen, Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, würdest du sagen? Einfach von biologischen Gehirnstrukturen, dies, das, verhaltensmäßig? Ich bin keine Biologin. Biologisch sagt man, es gibt welche. Aber man möchte uns jetzt einreden, nee, das ist alles nur sozial und gesellschaftlich erfunden. Keine Ahnung, Vorlieben, Verhaltensweisen, Farben, keine Ahnung, Sportarten etc. Also diese Trennung in männlich und weiblich, die gibt es für mich nicht, definitiv nicht. Das ist für mich einfach nur ein Konstrukt. Das war ich ganz klar. Es gibt Tendenzen, aber die kommen durch die Sozialisation, definitiv für mich. Und es gibt körperliche Unterschiede. Die wird es schon noch geben, sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht. Der 60-Sekunden-Podcast, eine Ketzer-Originalserie. Genau, aber es gibt, okay, vielleicht, wenn man nicht sagt, okay, man möchte nicht Kinder im Kindergarten über Sexualität aufklären, weil ich ein bisschen problematisch finde, weil Sexualität schon in dem Alter eine Rolle spielt, dann müsste man auch aufhören zu sagen, Mädchen machen das, Jungs machen jenes. Oder man sagt, es gibt eben, oder man spricht einfach allgemein davon, es gibt viele verschiedene Personen, die viele verschiedene Dinge mögen, es ist individuell. Ich denke, also, der Staat sollte einfach nicht in die Köpfe der Kinder eingreifen, sondern das... Der Kindergarten ist ja eine staatliche Organisation, außer bis jetzt ein Privatkindergarten. Es gibt schon Lehrpläne, es gibt auch Ausbildungen für Erzieher, die natürlich staatlich kontrolliert sind. Das ist ja logisch, sonst könnte ja jeder machen, was er will. Ja, es sind in den Kitas verschiedene Ansätze, die den Kindern... Wie man die verschiedenen Inhalte rüberbringt, aber die Inhalte werden schon natürlich von großstaatlichen Organisationen bestimmt. Ist ja nichts Schlimmes, aber wenn die dann wirklich politisch und Indoktrination ist und keine Gesprächsgrundlage oder Diskussionsgrundlage, sondern wirklich so, hey, das ist so und so und anders darf es nicht sein. Ja. Dürfte ich als Erzieher jetzt im Kindergarten sagen, so, es gibt zwei Geschlechter? Dürfte ich das sagen? Oder? Stimmt ja nicht. Aber wenn wir auf einer biologischen Ebene sprechen, stimmt das schon. Das dritte Geschlecht gibt es. Das wurde auch anerkannt. Das ist die Frage, wer das anerkennen kann. Also biologisch gesehen gibt es männlich und weiblich und dann gibt es natürlich zum Beispiel Intersexualität im Sinne von, dass sich genetische Abänderungen zu der Norm des männlichen und weiblichen existieren. Aber das gilt nicht als Geschlecht als drittes, weil... Ja, aber warum muss darf ich noch kurz ausführen? Ja, ja. Nur 10 Minuten ist ja kein Problem. Wenn es nur 10 Minuten... Nee, alles gut. Geschlechter sind dafür da, sich fortzupflanzen. Und ein drittes Geschlecht kann sich nicht fortpflanzen. Es gibt ein drittes Geschlecht in der Tierwelt, das nennt man Zwitter. Das bedeutet, dass ein Tier, zum Beispiel es gibt so Würmer, ein männliches und ein weibliches Geschlecht in einem haben. Die können sich fortpflanzen. Aber das geht bei Menschen halt leider nicht. Also, oder was heißt leider? Es geht halt nicht. Das war jetzt viel Input. Aber die Frage ist eigentlich, warum sollte die Kindergärtnerin sagen, dass es quasi mehrere Geschlechter geben kann, aber sie dürfte nicht sagen, dass es nur zwei gibt? Also warum wird die Aussage unterschieden? Die Kinder sollten einfach halt freigelassen werden, einfach sich selber entdecken dürfen. Ja, und damit sie sich frei entwickeln können, muss man ja irgendwie sagen können, es ist erstmal, du als Mensch kannst erstmal das machen, was du möchtest, das sein, was du möchtest. Und es funktioniert ja nicht, wenn ich erstmal sage, es gibt nur Jungs und Mädchen. Der Erzieher geht eigentlich auch nicht zu den Kindern hin, so kenne ich das jetzt nicht. Also ich hatte es im Kindergarten nicht, dass der Erzieher gesagt hat, es gibt nur zwei und du bist ein Junge, du musst jetzt eine blaue Farbe anziehen. So einen Erzieher habe ich noch nie kennengelernt. Das fängt ja schon dabei an, dass man ein Kind bekommt und, keine Ahnung, ich habe vor kurzem Karten gesehen mit, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen? Die kleinen Patienten bewegen sich nicht viel. Viele sind unterernährt. Einige kämpfen um ihr Leben, wie die zweijährige Rabé. Keine Ahnung, ich habe vor kurzem Karten gesehen mit,
Ist es ein Junge, ist es ein Mädchen? Ja, interessant, denn ich habe letztens erst diese Karte gesehen und ... ist bisher meine Lieblingsdefinition vom dritten Geschlecht. Aber es kann nur ein Junge oder Mädchen werden, wenn es aus dem Bauch rauskommt. Was es dann sozial von sich denkt, das ist ja was anderes, aber es kann erstmal... Was es sozial von sich denkt, es wird ja erstmal gesagt, was es von sich sozial zu denken hat. Doch, es bekommt... Nee, biologisch gesehen denkt es gar nichts. Biologisch wird es entweder mit dem XX- oder XY-Chromosom geboren und dadurch entwickeln sich dann verschiedene Gehirne, verschiedene Geschlechtsmerkmale und das ist erstmal nur ein Fakt. Das kann man jetzt nicht... Ja, aber das Kind kommt ja auf die Welt und kommt in Kontakt mit verschiedenen Menschen. Und dadurch kommen Ideen davon, was männlich oder was weiblich zu sein hat. Und das ist zu verengt. Deswegen will man sagen, es gibt nicht nur ein Bild vom Junge oder ein Bild vom Mädchen. Es gibt Tausende, Millionen, was weiß ich. Und es gibt eben Menschen auf dieser Welt, die sich weder dem einen noch dem anderen zuordnen. Es geht eigentlich nur darum, dass gesagt wird, dass es mehr gibt. Aber es gibt ja nicht wirklich mehr Geschlechter. Es gibt mehr Optionen, beziehungsweise unendlich Optionen, wie sich ein Mann verhält, was ein Mann von sich denkt, was ein Mann von sich denkt, was ein Mann ist, was überhaupt irgendjemand denkt, was ein Mann oder eine Frau ist. Aber Geschlechter, einfach nur als Kategorie, ist ja nichts Böses. Es gibt halt einfach Männer und Frauen. Und dann gibt es Menschen, die sich damit unwohl fühlen, die sich dann umoperieren lassen, weil sie halt merken, das geht so nicht weiter. Und das ist auch völlig in Ordnung, beziehungsweise viele leiden darunter, was Blödes. Aber aus dem Bauch wirst du deiner Mutter geboren mit entweder dem einen oder dem anderen Geschlecht oder mit genetischen anderen Merkmalen, die aber kein anderes Geschlecht sind. Das ist einfach, ich glaube, so ein Ding, wo ich sage, so, ich glaube, da bekommst du meine Meinung jetzt nicht geändert, aber trotzdem kannst du eine andere haben. Ja. Ich glaube, es ist auch mehr eine soziale Diskussion, also dass man nicht in irgendwelche Verhaltensformen gerückt ist. Also und ist ja in Ordnung, ja, da sage ich nichts gegen. Ja, ja. Aber ich merke das natürlich auch bei mir, also ich habe auch selbst im Kindergarten gearbeitet, dass man zum Beispiel rein unterbewusst, ob es jetzt mit einem Jungen oder mit einem Mädchen halt schon irgendwie auch ein bisschen anders umgeht. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, ist das einfach so, weil es ein Mädchen oder ein Junge ist, oder ist es, weil wir ein System leben, wo halt Jungen und Mädchen anders behandelt werden. Wollen wir wirklich die komplette Gleichstellung aller Menschen oder wollen wir doch schon irgendwo einen Sinn für Gerechtigkeit haben? Die absolute Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft, das ist es, was wir brauchen. Deswegen gibt es jetzt auch Parkplätze nur für Frauen. Aber na gut, ich kann mich ja als Frau identifizieren, kein Problem. Aber wie wird es dann, wenn es wirklich ernst wird, zum Beispiel bei einem Schiffsunglück? My God. Captain, the lifeboats are ready to go. Should we load the women and children first? No, men and children first. Excuse me, sir. It's 2022, Private. A woman can handle a sinking ship just as well as a man can. And if you don't think so, you're a misogynistic asshole stuck in 2008. Yes, sir. Ladies and gentlemen, for the time being, I am requiring men and children only. Are you kidding me? It's 2022. This is what you wanted. You wanted to be treated equal to men. Well, this is how men are treated. No, we don't. We just say that half the time. We don't actually believe in it. Yeah, we do. Come on. We're just as capable as men are. Shut up! I identify as a man. Hey, 2022. Jack, do you think I could open the door? It's 2022, Rose. I wouldn't want to imply that you can't handle the ice cold water the same way a man could. Den Gedanken mit der Indoktrination. Genau, das kann ich verstehen, weil, keine Ahnung, es sollen, keine Ahnung, nicht Ideologien werden oder Ideen, die wir halt versuchen, Leuten eben in den Köpfen zu klopfen. Und das habe ich das Gefühl, beziehungsweise ich habe kein Gefühl, so, das ist rational so, dass das passiert in der westlichen Welt. In der westlichen Welt. Woanders nicht eigentlich. Das kann ich nicht beurteilen. Na gut, vielen Dank, dass wir heute uns unterhalten konnten. Wir machen mal weiter, weil sonst sind die Akkus gleich. Ja. Aber sehr schön, dass ihr gesprächsbereit seid, aufschlussreich seid und ja, ich hoffe, wir haben uns gegenseitig so ein paar Gedanken geben können, die uns weiterbringen. Sehr schön. Gut. Wird jetzt gegessen weiter, Nudeln jetzt aber. Ja. Na dann, vielen lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ein weiteres Gespräch mit zwei fremden Leuten und einer Maiswaffeltüte, die in den meisten Fällen komplett anderer Meinung als ich waren und trotzdem konnten wir uns am Ende des Tages die Hand geben. Das ist es, was wir wirklich brauchen und auch das, was wir mit unserer neuen Kollektion Divide et Impera auf ketzerderneuzeit.com zeigen wollen. Mittlerweile sind es nur noch 90.000 Abonnenten, bis wir den GEZ-zwangsfinanzierten Jugendsender hier auf YouTube mit dem Namen Funk überholen. Und wenn das passiert, da wird sich der ein oder andere ärgern. Also rauf da auf den Abo-Button. Und wir sehen uns Sonntag wieder.